4,5 Stunden Angst, dann war der Mann frei, der von dem bewaffneten Geiselnehmer bis zuletzt festgehalten wurde. Kurz darauf wurde auch der Täter festgenommen. Um 7 Uhr morgens begann das Drama in dem Pariser Vorort Vitry-sur-Seine südlich der Hauptstadt. Der noch unbekannte Täter war in die Vorschule Charles Perrault eingedrungen. Sie wird während der Ferienzeit als Freizeitzentrum für daheimgebliebene Kinder genutzt. Einen Vater, der sein Kind dort abgeben wollte, brachte der Mann in seine Gewalt. Der Vater soll sich nach Augenzeugenberichten sogar als Geisel zur Verfügung gestellt haben. Ein riesiges Polizeiaufgebot umstellte das Gelände, regelte es ab. Umliegende Häuser der wohl situierten Wohngegend wurden evakuiert. Die Verhandlungen mit dem Täter begannen. Das Wort Familiendrama machte die Runde. Es wurde spekuliert, dass der etwa 30-jährige Täter ein Vater sein soll, der sein Kind nicht mehr sehen durfte. Bestätigt wurde das allerdings noch nicht. Das genaue Motiv liegt deshalb noch im Dunkeln.